Da drüben sieht man schon den Turm von der Ruine Walkstein. Da gehen wir heute aber erst an zweiter Stelle hin. Zuerst schauen wir zum Hungerturm, der da drüben irgendwo sein muss. So, und jetzt geht's noch zur Ruine Walkstein. Mal schauen, wie es dort ausschaut. Gut, da geht es nicht weiter. Was ich gesehen habe, geht ein Weg drumherum. Und da werden wir einfach mal schauen, wie nah wir dazukommen. Ob wir zu irgendeiner Mauer dazukommen, ob wir einen guten Platz fürs Drohnenfliegen finden, dass wir eine klare Sicht haben. Weil ohne Sicht die Drohne da hineinzufliegen ist keine so gute Idee. Sträucher, Bäume, die man vielleicht nicht sieht, da fliegt man dann rücklings hinein, das muss nicht sein. Es ist rundherum alles abgezäunt, eben und mit diesen Schildern versehen. Jetzt habe ich gesehen, es führt da ein Weg und eingezeichnet ist auf der Wanderkarte eine Klettermauer. Jetzt bin ich gespannt und das soll laut Karte ziemlich direkt an der Ruine sein. Und schauen wir uns das einfach an, wie weit das hinunterführt und ob wir da irgendwas sehen können. Hier ist auf jeden Fall die Rückseite der Ruine. Da oben sieht man die Mauer. Ich nehme an, das ist das, was eingezeichnet ist als Kletterwand. Aber einen Weg hinauf oder näher an die Ruine ran finde ich jetzt nicht.
schauen wir noch ein bisschen weiter. Ja, hier endet das Ganze. Da geht es nur noch bergab. Da sieht man die Grenzen der Ruine, der alten Burg. Von unten noch einmal. Jetzt werde ich wieder nach vorgehen und schauen, ob ich einen Überflug machen kann. Das ist leider alles, was wir heute von der Ruine Waldstein so wirklich sehen werden, da ja alles abgesperrt und abgezäunt ist. Eigentlich wäre sie ja ganz schön und ist sicher eine tolle Struktur und schaut auch weitläufig aus und facettenreich und sehr spannend. Aber soll halt manchmal nicht sein. Dafür gibt es andere Ruinen, die betretbar sind, die auch sehr spannend sind.